Hallo zusammen, es gibt Neuigkeiten und zwar Apple AirPlay ist jetzt endlich auf dem Samsung Flip 2 angekommen. Allerdings ist die Funktion ein bisschen schwierig zu finden und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, euch einmal ganz kurz ein Video zu machen, wie es funktioniert. Ich selbst habe es auch nicht rausgefunden, deswegen möchte ich mich an der Stelle bedanken bei Volker Engelmann. Engelmann Flugschule, ich verlinke das unten einmal in der Beschreibung. Falls jemand von euch also einen Flugschein machen möchte, dann ist er da mit Sicherheit bestens aufgehoben. Sehr, sehr kompetenter Partner. Und er hat mir eine schöne Beschreibung geschickt, wie denn das funktioniert mit dem Apple AirPlay. Und ich möchte das jetzt mit euch live einmal machen. Ich habe es selbst noch nicht durchgeführt, ich habe es nur gesehen, wie es geht. Also von daher Premiere. Mal gucken, was da so passiert. Also ihr geht hier unten auf das Menü und dann klickt ihr unter Einstellungen auf, ganz wichtig, Unterstützung. Dann, das ist das Skurrile dabei, auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Nochmal. Und dann hakt ihr hier und hier unten einmal ab, drückt dann auf OK. Und wenn du jetzt hier drauf gehst, wieder unter Einstellungen, dann steht hier Apple AirPlay auch in schwarz. Am Anfang war das bei mir grau, ich konnte es nicht klicken. Das war bei Volker im Übrigen auch so. Aber jetzt ist es schwarz. Kann sein, dass du das Gerät einfach nochmal ausschaltest, wieder einschaltest, damit das eben schwarz unterlegt ist. Es dauert manchmal einfach vielleicht auch ein paar Minuten oder ein paar Sekunden. Auf jeden Fall kannst du das jetzt anklicken. Und dann ist Apple AirPlay hier vorhanden. Ich probiere das mal mit meinem iPad aus. So, mal gucken. Hat er auch direkt gefunden. Der Code ist 902. Und schon habe ich, was heißt schon, endlich habe ich Apple AirPlay auch auf meinem iPad, auf meinem Samsung Flip. So scheint das zu funktionieren. Also vielen Dank nochmal, Volker. Mega gute Anleitung. Ich habe die direkt weitergegeben und ich hoffe, dass ich euch damit auch weiterhelfen kann. Also nochmal ganz kurz der Vorgang. Du gehst auf Einstellungen. Dann gehst du auf Unterstützung, allgemeine Geschäftsbedingungen, nochmal, und diese beiden Sachen anhaken, dann auf OK drücken und dann wieder auf Einstellungen und dann hast du hier Apple AirPlay Einstellungen mit dabei.